wäre komisch, wenn man ein Spiel verliert und sich trotzdem freut. Also da waren wir schon alle auch kurz niedergeschlagen, aber wir haben das sauber abgearbeitet. Wir haben Sequenzen aus dem Spiel gezeigt, die uns wichtig waren. Vor allen Dingen auch die zweite Halbzeit nochmal gezeigt, auch weil wir da ja eine Vielzahl an Torchancen hatten. Ich glaube auch, wenn wir nach 3 Minuten Kopfballtreffer von Klaus in Führung gehen, dass wir das Spiel gewinnen werden, da bin ich von überzeugt. Nichtsdestotrotz haben wir ja aber auch schon gesagt, ohne jetzt da zurückzublicken, war es auch ein Gegner, der an dem Tag einfach in dem einen oder anderen Moment ein Ticken besser war, muss man anerkennen und dann auch für uns abhaken. Aber es gab ein paar wichtige Szenen, die mir wichtig waren, einfach auch nochmal im Defensivverhalten, was wir letztendlich jetzt besser machen wollen. Und dann habe ich die Mannschaft so erlebt, jetzt in der Trainingswoche, wir haben immer kurze Spielformen gewählt, wir haben Spielformen gewählt, wo wir viel in Zweikämpfe reinkommen. Da war es so, dass eine gute Intensität drin war und die Jungs dann auch das durch das Spielen dann halt auch wieder vergessen haben und sich dadurch eben halt auch vorbereiten sollen auf den nächsten Gegner SC Paderborn. Der Klaus Jasula, mit dem hatten wir unter der Woche gesprochen, und der hatte gesagt, er erwartet gegen Paderborn ein ekliges Spiel. Erwarten Sie das auch? Von uns, ja, erwarte ich das, definitiv, dass wir das eben halt, dass wir das halt auch zeigen, dass wir ein ekliger Gegner sind. Klaus kennt sich natürlich bestens aus in Paderborn, hat große Erfolge dort gefeiert. Ich denke, dass sie ihn sehr herzlich empfangen werden, aber so wie wir den Klaus auch kennen, wird er dann auf dem Platz versuchen, eben für seine Farben dann das Bestmögliche rauszuholen. Aber es ist ein interessanter Gegner, glaube ich, es sind zwei interessante Mannschaften, die ja gerade was die Offensive angeht, schon auch ihre Stärke hat oder ihre Stärken haben. Also von daher wieder eins dieser interessanten Spiele, die man eigentlich von Woche zu Woche hat in der zweiten Liga.